Ja, in diesem Teil möchte ich euch die Kampfbereiche zeigen. Diese gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, in weniger heftig und auch in heftig. Ich habe jetzt mal, weil ich dabei rede und wahrscheinlich dann nicht so gut konzentriert bin, den weniger heftigen ausgewählt, auf den ich gleich zufliegen werde. Und möchte dazu aber vorher noch etwas sagen. Und zwar kann man den Geschützturm, sofern man einen hat, also man sollte ihn auf nur Zielen einstellen. Ist auch wieder so eine Formulierung, die mir nicht gefällt. Nur Ziel sollte das richtig heißen. Dann schießen nämlich diese Geschütztürme nur auf das eingestellte Ziel. Und Automatik bzw. Vorwärtsfeuer ist so eine Sache. Bei automatisch würden die nämlich auf alles schießen, was rot markiert ist. Das ist in so einem Gebiet schlecht, weil ungefähr 50%, also die Hälfte aller Schiffe, Gegner sind und damit, ja, hätte man jeden als potenzielles Ziel und sie würden auf jeden feuern. Vorwärts feuern, das ist halt noch Geschmackssache, das geht vielleicht auch noch, ich habe es lieber auf nur Zielen. Einen anderen Tipp, bevor man in so ein Gebiet hineinfliegt, empfehle ich, eine Route einzustellen. Das heißt, ich bin momentan in DISO und gehe hier auf eine Route. Das ist ganz wichtig. Denn wenn ich jetzt wieder das hier als Ziel einstelle, kann ich mit der Taste letzte Route wieder das eben eingestellte Sprungziel auswählen. Und das dient mir in dem Falle, wenn meine Hülle zu weit nach unten gegangen ist, wenn mein Schiff droht kaputt zu gehen, dass ich dann schnell wieder wegkomme. Der Sprung in ein anderes System kostet 10 Sekunden, währenddem der Übergang in den Supercruise abhängt davon, wie viele Schiffe in der Nähe sind. Und wenn man dann erst anfängt, ein Ziel auszuwählen in der Hektik, ja, das ist dann meistens nicht so. Eigentlich sollte das mehr sowas wie Schlachtfeld oder so. Zumindest ist die Aktivität dort eher einem Schlachtfeld gleich. Schon mal die Waffenverteilung oder die Energieverteilung auf Waffen und Schilde. Bin jetzt hier mit meiner Anaconda unterwegs. Die ist dafür ausgestattet. Zwar noch nicht perfekt. Aber für mich reicht's. Ja, auch das kommt manchmal vor, wenn es etwas länger dauert mit dem Dropout, dann liegt es daran, dass man keinen Server zugewiesen bekommen kann. Das ist mal wieder ein freier Server. So, ich habe jetzt hier grüne und rote und um zu wissen, welcher Fraktion ich angehören möchte, drücke ich jetzt mal eine Taste, nächstes Schiff und sehe, Green Party of DISO ist grün und das heißt, das sind Kumpels von mir und dann wähle ich auch diese Seite und damit kann ich jetzt eins der nächsten Ziele wählen oder besser in die Kontaktliste gehen und den ersten obersten roten nehmen. Das mache ich meistens, das ist das größte Schiff, die meiste Bounty. Natürlich sollte ich auch die Waffen auswählen. Ich lasse ihn erst mal etwas näher rankommen. Feuer einmal drauf und die Geschütztürme feuern jetzt auf das Ziel. Er hat eine entsprechende Abwehrmaßnahme gestartet, deshalb wird das Ziel nicht genau getroffen. Ich habe
Feuerwaffen. Passt. Man kann diese greifen mit anderen Waffen. Plasma-Kanone ist bei größeren Schiffen schon vorbei. Es gibt Leute, die haben da einen, würde ich sagen, Trick. Aber eine Vorgehensweise, und zwar, man kann ja im Target-Menü Subziele auswählen. Das heißt, ich kann sagen, ich will das Kraftwerk auswählen und dann schießen meine automatischen Waffen bzw. meine Zielvorrichtung bei gelenkten Waffen dann automatisch auf das Kraftwerk. Das war vielleicht mal in den letzten Versionen von Elite Dangerous sehr gut. Ich habe jetzt aber in den letzten 1.5 und in 2.0 hier keinen Unterschied mehr gesehen. Deshalb mache ich mir eigentlich nicht mehr die Mühe. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die feststellen, dass sowas dann Sinn macht, wieder diese Subziele auszuwählen. Und dann... Ja, was man sagen sollte zur Ausstattung, die man mitbringen sollte, wenn man hierher geht, sind Schildzellen wichtig. Es sind sehr viele Kühlkörper mittlerweile wichtig, weil die Hitze dann... auch nach oben geht, einmal durch die Waffen, die man verwendet, und durch die Schildzellen. Und es ist auch ratsam, eine Hülle zu haben, die nicht gerade die leichte Legierung ist. Denn dann ist man ein bisschen im Nachteil, weil hier diese Schiffe sind nicht zu vergleichen mit den Schiffen, die man an einem Nachtbieten findet. Also man darf jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt schon 10-mal eine Python an einem Nachtbietenblatt gemacht und dann kann ich diese Python auch Blatt machen, denn diese sind doch etwas anders ausgestattet. Aber der Plasma tut seine Pflicht. Hier gibt es auch eine Besonderheit, die 52.000 Credits, die man hier sieht, die sind ein Standardwert, das heißt, wenn ich jetzt wieder eine Python treffe, kriege ich wieder 52.000. Das heißt, es gibt nicht pro Schiff eine unterschiedliche Prämie, sondern es gibt dort feste Kategorien. Hängt vom Schiff, von der Schiffgröße ab und was die jeweilige Fraktion bereit ist zu zahlen. Mal ein bisschen näher. Also an einem Nachtbeacon wäre diese Opa schon längst zerlegt. Aber hier hat sie etwas länger. Zumal ich auch der einzigste bin, der auf sie folgt. So, jetzt sind nur noch Freunde in der Nähe. Das heißt, ich wähle jetzt wieder die Richtung zum Kampfbereich aus, zum Gefechtsgebiet. Was ich auch machen kann, ist eine Taktik, vielleicht für Anfänger besser geeignet oder Leute, die das erste Mal probieren, sich an die Grünen zu halten, also an die Mitspieler, die auf der gleichen Seite sind und dadurch halt eben nicht alleine gegen viele zu spielen. Sonst kann es einem sehr schnell passieren, dass man umringt ist von mehreren Schiffen, die dann auf einen feuern. Was ich das auch sehr gut finde, ist jetzt dadurch, dass ich hier mehrere ballistische Waffen habe, die mir diese Kreise zum Zielen anbieten. Die sind ja dazu da, dass ich eine Vorgabe machen muss, also das Schiff bewegt sich in die Richtung, wo die Kreise das anzeigen,
Und deshalb muss ich eine Vorgabe machen, wenn ich diese verwende. Das heißt, etwas vorzielen, weil die ballistischen Waffen oder die Partikelwaffen, die brauchen ja Zeit, bis sie ihr Ziel erreicht haben, im Gegensatz zum Laser. Und der Nebeneffekt ist, dass diese Kreise mir auch zeigen, sehr schnell zeigen, wenn sich ein Schiff wie eben dazu entscheidet, Richtung schnell zu wechseln oder einen Boost einzulegen, dann sieht man das durch diese Bewegung der Kreise sehr gut. Auch hier gilt, wie bei den meisten anderen Kampfsituationen, man sollte mit der Geschwindigkeit im blauen Bereich bleiben, damit man wendig bleibt. Die Anaconda ist halt ein bisschen träge, weshalb ich auch ja gerne mit der Vulture ein bisschen rumfliege. Die ist da sehr agiler. Allerdings ist die Anaconda halt von der Möglichkeit der Ausstattung für solche Gebiete viel, viel besser. Ist natürlich auch sowas Geschmackssache. Was man auch aufpassen sollte, ist, dass man keinen der eigenen Leute trifft. Das kann bei Partikelwaffen oder Raketen leichter Fall sein, dass man eine Rakete abschießt, das eigentliche Ziel plötzlich abbiegt und man trifft einen eigenen, dann hat man diese auch als Gegner. Die Treffer einer automatischen Waffe, eines Geschützturms, dagegen, die zählen wohl nicht. Da gab es mal eine Beta und da ist mir das nämlich genau passiert, dass die automatische Waffe geschossen hat, währenddem ein Polizeiflugzeug oder Schiff vorbeigeflogen ist. Ich habe dafür eine Bounty aufgebrummt. Das war aber nicht im Sinne des Spiels und ich habe das gemeldet und die haben das auch korrigiert. Mittlerweile ist mir das nicht mehr passiert. Ja, ich würde sagen, ich suche mir nochmal einen großen Gegner aus, wenn es da einen gibt. Der Nachteil von dem Plasmabeschleuniger ist, dass man ihn nur für die großen Schiffe einsetzen kann. Denn wie man sieht, die ASP, die ist sehr flink und flott und bis ich den Plasma ausgerichtet habe, dann ist er schon wieder an der Stelle. Allerdings, wenn die jetzt stehen bleiben würde, was manchmal auch vorkommt, dann hätte ich eine Chance, den zu treffen. Ja, wunderbar. Voller Vorführer. Der ging daneben. Aber nicht jeder Schuss kann treffen. Ja, da haben wir auch 24.000 Credits bekommen. Ich würde sagen, das ist den Teil, den ich zeigen wollte und breche deshalb ab. Jetzt kann ich den normalen Frameshift Drive nehmen, beziehungsweise Super Cruise. Man sieht auch hier, ich komme relativ schnell in den Super Cruise hinein. Das liegt daran, dass ein Schiff, das in meiner Gewichtsklasse, also in der Anaconda-Gewichtsklasse drin ist, in der Nähe war. Wenn also eine andere Anaconda, eine Federal Corvette oder ein Imperial Cutter in der Nähe gewesen wären, dann wäre ich nicht so schnell weggekommen und daher die Einstellung vorher, das Ziel als Navigationssprungziel, das man dann auf Tastendruck wiederholen kann. So, ich habe jetzt ganz vergessen, dass ich jetzt hier ein Ziel auswählen wollte, um euch noch zu zeigen, wie man sich dann die Belohnung auch abholt. In den Transaktionen gibt es jetzt hier entsprechend Belege für diese Green Party auf DISO oder von der Green Party auf DISO. 112.000 Credits waren das jetzt.
Und die hole ich mir jetzt. Ja, in den Sternhafendiensten zu den Kontakten und bei den Kampfbelohnungen, da kann man sich diesmal die 112.000 Credits. Was man vielleicht bei der Gelegenheit auch erwähnen sollte, unter Reparatur gibt es bei bestimmten Schiffen den Bedarf, dass man die Wartung immer wieder macht, die nicht auf der Startseite aufgeführt ist, und es lohnt sich auch hier immer wieder mal zu gucken und es dann zu bezahlen und ja, nachladen, auftanken, das ist so eine Geschmackssache, je nachdem wie und wann und wie man das Geld ausgeben. Das war's für diesen Teil. Tschüss.